Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4 hier bei Heisenberg Zockt. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen gewundert, weil die gute Frau so geguckt hat. Ja, wer ist das denn überhaupt? Keine Ahnung. Wo sind unsere Leute? Auf der Arbeit. Aber Heisi kommt gleich zurück. Ist 17:58. Ich glaube um 18 Uhr oder um 19 Uhr. Ich habe schon wieder vergessen. Falsch. Wo guckt man das? Das ist Fräulein. Wir bräuchten den Herrn. Verfügbarer Urlaub. Das müssen wir auch mal noch genauer betrachten. Jetzt, hallo, guten Tag. Müssen wir auch mal noch genauer betrachten, wie man hier zu Urlaub kommt. Ne, bis 19 Uhr dauert es. Okay, dann können wir eigentlich schneller laufen lassen. Wir haben eh keine Knete. 96 Simoleon. Ich beharre jetzt darauf, dass die Simoleon heißen. Was haben wir hier? Verspielt. Blablabla, wegen Arbeitsereignis. Okay, ist zufrieden. Jetzt kommt er zurück. Hat 333 Kröten mitgebracht. Okay, wir sagen Kröten. Nanu? Vorgegebene Garderobe. Katrina wurde beauftragt, bei einer Veranstaltung mit vorgeschriebener Garderobe Klavier zu spielen und hat vergessen, sich ein Abendkleid auszuleihen. Oh je. Es bleibt nur noch wenig Zeit und die Möglichkeiten sind begrenzt. Sie kann entweder ein zu enges Outfit ausleihen, oha, oder die Vorschrift ignorieren und hoffen, dass es keiner merkt. Ja, ich würde mal sagen, wir haben Mumm in den Knochen. Wir, Katharina, wir ignorieren das. So, jetzt gibt's Ärger. Mal gucken, was hier gleich steht. Er hat großartige Arbeit geleistet, der Herr Heisenberg. Okay, und was ist jetzt mit dem Mädel? Vielleicht mal Mädel anklicken. Hat das keine Auswirkungen gehabt? Nö, bis jetzt zumindest nicht. Okay, naja, dann ist ja okay. Oh, halt, ich muss mal ein bisschen langsamer machen. Der Heisi soll ja auch noch was tun hier. Was haben wir denn für Bedürfnisse? Hunger, das hat er selber erledigt. Das ist vernünftig. Jetzt ist was gekommen. Der Gastgeber ist unzufrieden. Oh je, aber die Show muss weitergehen und wenigstens wurden die Kleidungsvorschriften eingehalten. Hm? Aha, der Gastgeber lässt im Partyservice ein paar große Fahne umstellen. Was? Die Katrina von Blicken und Anerkennung abschirmen. Aha, das heißt jetzt alle Benachrichtigungen, bla bla bla. Das heißt jetzt, sie lebt noch. Das ist schon mal gut. Das freut den Heisenberg. Hat er nicht umsonst geheiratet. Er ist noch. Sonst passt alles. Vielleicht nachher mal kurz weitermachen. Wir müssen zu Geld kommen. Eben, mal weiter. Fortsetzen. Das lassen wir mal stehen. Wir haben hier Geschirrspüler gekauft. Das lassen wir mal stehen. Wir haben Geschirr. Okay, er räumt wenigstens ein. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt anfängt, hier abzuwaschen, dann gibt es Schimpfe. Was ist los? Was willst du auf dem Klo? Du musst nicht. Hygiene? Blödsinn, wo haben wir es denn? Hier, die Blase. Hallo, Heisi, alles in Ordnung? Mach mir keine Sorgen. Nicht, dass er irgendwie hat das mit dem Darm. Das wäre meiner Meinung nach nicht nötig gewesen. Aber gut, vielleicht dann doch lieber einmal zu viel. Was ist hier? Ist kaputt? Ne, die läuft. Aha. Das ist normal, dass die dann so dampft. Ich kenne das von unserer anders, aber ist ja egal. Ist ja nicht unsere. Jetzt will er vor den PC. Ich habe doch gesagt, du sollst noch ein bisschen malen. Ach so, ich bin bei der Frau. Die kann ich malen. Nein, nicht verwerfen. Nein, 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 nein. Ach so, das gehört ja der Frau. Das ist ja blöd. Die muss mal weitermalen, damit er wieder malen kann. Jetzt hat Heisi die Schelmfähigkeit erworben. Wie hat er das denn geschafft? Wir haben knapp 10 Uhr. Wir kaufen jetzt mal nichts. Wir warten, bis wir genug Geld haben für den Pool. Pinnwand voll. 200 Nachrichten erscheinen. Wenn du nichts unternimmst, werden automatisch gelöscht. Ja, das ist Schnuppe. Das darf so sein. Guck mal. Der Schatz kommt nach Hause und sagt gar nichts. Wir wollen die mal ein bisschen küssen. Geh mal küssen. Fertig gezockt. So, das wollen wir uns natürlich ansehen. So romantisch bin ich dann doch. Wo ist er denn? Hallo? Küssen? Wo ist er denn jetzt hingegangen? Wo geht er denn hin? Was macht er denn? Jemanden bedrängen? Nein, niemanden bedrängen. Du sollst die Frau... Oh, guck mal, die ist wütend. Besänftige sie. Versuchen zu beruhigen. Jetzt aber Dali. Los, wir machen mal schneller, bis der bei der Frau ist. Da geht er erst raus, der Vogel. Oh, jetzt wird geküsst. Okay, dann war das noch drin. Und jetzt beruhig sie mal ein bisschen. Lass das ja... Die soll sich auskotzen. Genau, das machst du richtig. So. Nochmal, irgendwie lieb sein. Ja. Irgendwas hat jetzt nicht gepasst. Hat sie uns erschreckt? Okay, der Witz hat aber funktioniert. Irgendwie diese Interaktion, die ist halt schon irgendwie... ja, das Spiel wurde nicht umsonst oft bezeichnet eben als geniales Architekturprogramm mit Hindernis Mensch. Es ist
irgendwie immer noch ein bisschen so. Also macht zwar Spaß hier mit denen, ist klar. Aber ich würde lieber bauen. Kann man nicht irgendwie einen Kredit aufnehmen? Ach, wisst ihr was? Jetzt die gute Frau. Wir gehen zur Frau. Die Frau ist jetzt wieder fröhlich, die malt. Ach, die wollte ins Bett. Okay, dann malt sie eben nicht. Was machen sie denn jetzt? Hier wieder Dingens? Oh. Was ist denn? Irgendwas hat sie. Ja, geh halt schlafen. Okay. Ja, was haben wir hier? Ach, die kann sich selber beruhigen. Okay, die sollen in Ruhe pennen. Schlafen beruhigt auch in aller Regel. Gut, wir haben 700. Ich wollte ja mal noch eine Lampe kaufen hier fürs Wohnzimmer. Mir ist das zu dunkel. Aber eben, lasst uns doch vielleicht doch besser warten. Denn der Pool, der baut sich auch nicht von alleine. Leider. Schön wär's. Okay, jetzt hätte ich gerne wieder den Heisi. Die gute Frau soll selber ein bisschen gucken. Der macht... Was macht er denn? Er geht mal wieder vor den PC. Okay, das sieht mir ähnlich. Was macht er? Spielen? Programmieren? Er surft ein bisschen im Internet rum. Hier, die Wände sind halt auch ganz kahl. Wenn wir das mal hochziehen hier. So, das ist nicht schön. Gefällt mir nicht. Wir müssen hier noch Bilder haben. Aber ja, entweder... Was haben wir denn hier? Was ist das denn hier? Blaues. Was schimmert denn hier durch? Hä? Habe ich das... Was habe ich denn hier gemacht? Was ist das denn für eine Außenfassade? Heisenberg. Heieieiei. Eigentlich wollten wir doch das hier haben. Wieso haben wir denn jetzt hier dieses komische Zeugs? Das ist ja ganz schräg. Hm. Da müssen wir mal kurz in den Baumodus. Ich sehe es schon kommen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das ging mit den Außenwänden. Wandmuster. Okay. Welches war das? Kann man das nicht irgendwie kopieren? Filtern? Kennzeichen, alle entfernen. Nein. Wir wollen nicht alle entfernen. Ich möchte nur das Ding hier wieder finden. Das war aber nicht das. Wir können es ja mal testweise versuchen. Nichts zum Ändern vorhanden. Hallo? Guck mal, die Wand hier. Das muss man doch ändern können. Oder kostet das wieder so viel Kohle, dass wir es uns nicht leisten können? Marmor-Mirakel. Ich finde die Wand hier nicht. Wobei, ich muss vielleicht hier unten auch gucken. Tapete, Fliese, was haben wir denn hier? Farbe? Nein. Okay, wir brauchen ein Mauerwerk. Genau, das war's, glaube ich. Welches Mauerwerk sieht hier aus wie dieses? Eigentlich keines. Was haben wir hier noch? Fels und Stein. Verkleidung. Ist das eine Verkleidung? Nein. Auch nicht wirklich. Verschiedenes? Nein. Das hier? Das hatte irgendwie ein bisschen eine andere Farbe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nichts zum Ändern vorhanden. Das ist jetzt aber schon eher schräg. Guck mal. Oder ist das ein Darstellungsfehler hier, dieses Blau? Oder ist das, weil ich im Baumodus bin? Das kann irgendwie auch nicht sein. Wir gehen mal raus. Nee, da kannst du machen, was du willst. Das Haus sieht aus wie ein Himmel mit Sonnenschein. Heieieiei. Dass die hier drin wohnen können. Ich dachte echt, wir hätten das hier gehabt. Ich muss mal gucken. Es wäre schön, wenn man das irgendwie kopieren könnte. Ja, das hat viel gebracht. Nochmal Baumodus. Es muss doch möglich sein, Wand hoch, diese Fläche hier zu kopieren. Was haben wir hier Schönes? Mittlere Wand. Okay, nein, bringt nicht viel. Bewegen wollen wir das gute Stück nicht. Wir wollen es anders angestrichen haben. Wandmuster, Türen. Ach, Herr Jemine. Wände und leere Zimmer. Aha, die kann man dann bauen. Okay, das hat dann mit der Farbe herzlich wenig zu tun. Basiswandkrone. Es gibt schon endlos viel Zeugs. Aber das Problem ist halt einfach, wenn es dann so viel Zeugs gibt, man findet dann die eigentlich einfachen Sachen dafür nicht mehr. Objekte filtern möchte ich nicht. Ich möchte das auch nicht studieren. Ich möchte das einfach hier irgendwie ändern. Aber es geht ja auch nicht. Moment. Nichts zum Ändern vorhanden. Ist ja interessant. Ich kann die Wand nicht anders machen. Ach, wisst ihr was? Wir halten uns jetzt mal nicht tagelang hier mit dieser Außenwand auf. Wir blenden sie aus. So. Dann vielleicht weiß ja jemand, wo da das Problem ist, dass das hier irgendwie nicht angenommen wurde und warum es nicht ändern kann. Sie schläft noch. Gut, wir wenden uns wieder den schönen Dingen des Lebens zu. Ihm ist unwohl. Warum ist ihm denn unwohl? Was? Katharina heiraten? Ja, hat er doch schon. Joggen gehen. Nein, nicht joggen gehen. Oh, Schmerzen haben wegen Training. Okay, er soll sich ein bisschen ausruhen. Ja, eigentlich hat er gerade geschlafen. Was gibt es denn jetzt hier sonst noch auszuruhen?
mal das Ganze ein bisschen drehen. Ja, das sieht schon nicht wirklich zufrieden aus. Was könnte uns denn da aufmuntern? Soll er mal joggen gehen, aber schon lange nicht mehr joggen. Wisst ihr was, der geht jetzt mal wieder joggen. Vielleicht bringt's was. Essen. Das reicht. Stell das weg. Sie lassen wir noch ein bisschen schlafen. Sie hat zwar auch Hunger, aber sie kann ja dann nachher was essen. Mal gucken, ob sie es selbstständig macht. Und der geht mal ein bisschen rennen. Okay, können wir da mit? Jetzt hätte ich vielleicht nicht unbedingt... Wo ist er denn? Hier unten. Da können wir sogar mit. Okay, bringt das was? Nö, dann sind wir einfach den alten Mann. Mal, wie er hier durch die Gegend rennt. Was war das? Haben wir Geld verdient mit irgendwas? Pool von mindestens einmal eins kaufen, weil kein Luxus zu Hause hat. Aha, ja, das ist ein bisschen merkwürdiges Deutsche. Unten ist wieder jemand mit einem merkwürdigen Gang. Und schwupp ist er weg. Okay. Was hat er? Er muss in einer Stunde zur Arbeit. Okay, das kann er tun, weil wir keinen Luxus zu Hause haben. Wir können nicht mal die Hauswand ändern. Wie sollen wir dann hier Luxus zu Hause haben? Sollen wir mal gucken, was es an Luxus gibt? Wir gucken mal. Wo finde ich das? Luxus. Da, Komfort. Das wäre doch eigentlich Luxus. Ein Außenmöbel? Was haben wir denn hier? Eine Bank. Boah, das kostet da gleich wieder Elend Kohle. Wir kommen unserem... Wir haben zwei Sitzer irgendwie. Wir kommen unserem Pool nicht näher. Wir haben doch Betten, Stühle haben wir. Was soll das denn? Boah, wer braucht so einen Stuhl? Was gibt's sonst noch? Apparate. Das haben wir alles auch. Eine Mikrowelle wäre natürlich mal noch eine Idee. Was kostet die günstigste? Viel zu teuer, viel zu teuer. Gut, wir lassen laufen. Wir lassen laufen, damit die arbeiten können. Mal nochmal bei der Arbeit gucken. Level 2 der Programmierfähigkeit. Wir machen mal Programmieren. Programmieren üben. Okay, macht er das? Jawohl, er kommt zurück. Die halbe Stunde kann er hier noch investieren. Und dann gucken wir mal bei ihr. Was hat sie? Gitarren- oder Geigenfähigkeit. Aha, Level 3. Level 2 hatte sie schon, offensichtlich. Nee, hat sie noch nicht. Sie hat Level 0. Das ist auch kein Wunder. Wir haben weder eine Gitarre noch eine Geige. wo kriegen wir die her? Das können wir der armen Frau ja nicht antun. Sonst bleibt die ewig in ihrem Job, was er halt ist. Puh. Eine Geige. Ach, du grüne. Apparate. Musik. Das wäre dann Instrument. Lagerung. Nein. Beleuchtung. Nein, 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 nein. Aktivitäten und Fähigkeiten vielleicht. Da haben wir doch die Gitarre. Oh. 425. Okay. Was kostet eine Gitarre? Die ist auch nicht viel günstiger. Ja, liebe Leute, das ruiniert uns gleich wieder. 425. Wir kommen dem Pool nicht näher, aber es hilft nichts. Gitarrenfähigkeit. Wir kaufen jetzt mal eine Geige. Wo stellen wir die hin? Wo wollen wir das Gefiedel haben? Am liebsten hier draußen. Oder im Schlafzimmer. Ich hoffe, sie übt nicht, wenn er dann schlafen will. In der Küche bringt es nicht viel. Auf dem Bad ist eher doof. Am ehesten schon hier, aber dann geht sie uns auf die Nerven, wenn wir hier am Programmieren sind. Nochmal drehen. Wir stellen es mal ins Schlafzimmer. Hier ist die kreative Ecke des Hauses, würde ich sagen. Man kann malen. Ach so, sie sollte ja sowieso noch malen, damit das Bild wegkommt, damit wir auch wieder malen können. Das werden wir gleich mal veranlassen. Sie muss sowieso nicht zur Arbeit. Jetzt muss ich schnell gucken. Falsch. Noch falscher. Hier. Ja, die ist völlig in Ordnung. Das heißt... kann sie nicht? Warum kann sie denn das nicht fortsetzen? Das Gemälde verwerfen? Ach, die ist wahrscheinlich zu grummelig. Jetzt ist sie plötzlich kokett. Jetzt kann sie wieder malen. Gut, wahrscheinlich haben die Stimmungen... Du kommst da nicht hin? Teilweise haben sie schon ein interessantes Problem. Das würde ich dann glaube mal als Wegfindungsproblem betiteln. Also da kommt sie hin. Okay. Jetzt hier malen? Das kann doch nicht so schwierig sein. Irgendwie geht das nicht. Wir verwerfen das mal. Okay, und jetzt übst du Geige. Das wird auch klingen wahrscheinlich. Na? Die ersten Töne auf einer Geige, das ist... ja. Thekla. Die wohnt doch eigentlich woanders, die Thekla. Haben wir rausgefunden.
Das war, wo war denn das jetzt? Ach, das ist bei Wolfenstein, genau. Jetzt dachte ich gerade, wo habe ich denn jetzt die Thekla her? Genau. Die aus der Biene Maya. Die Spinne. Ja, klang ähnlich. Und alle sind gerannt. Rennet, rettet, flüchtet. Aha, die Putze ist wieder da. Gut. Er programmiert noch. Er müsste eigentlich zur Arbeit. Wisst ihr was? Wir müssen dem mal, sonst kriegt er wieder Schimpfe. Also, Feierabend. Hier mit spielen. Du gehst mal lochen. Bitteschön. Mal gucken. Ja, er geht. Und sie hat, ich weiß schon wieder nicht mehr, was sie für Arbeitszeiten hat. 17 Uhr, die hat ja noch ewig Zeit. Die ist bis dahin schon wieder müde wahrscheinlich. Die Blase, okay, das werden wir in den Griff kriegen. Oh, guck mal, sie leidet selber. Ich hoffe, sie kriegt das bald in den Griff, sonst kommt dann die Putze nämlich auch nicht mehr. Der steht schon völlig betäubt hier in der Gegend rum. Und irgendwas... Oh, Dusche kaputt. Ja, jetzt ist Heisi weg. Kann sie reparieren? Ersetzen, 250. Boah, nee, wir reparieren das Ding mal. Also, Geige weg. Mal gucken, ob das was wird. Ja, 250 investieren wir mit Sicherheit nicht. Wo ist denn jetzt das Geld schon wieder hin? Ach so, wir haben die Geige gekauft. Koketten Gang hat sie. So, er hofft hier wahrscheinlich schon, dass sie duschen geht. Ja, denkst du, die gute Frau arbeitet. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und vor allem, sie lernt noch was dabei. Was schimpft er denn? Ja, ist eine Sauerei da. Das ist auch kein Wunder, wenn die Dusche kaputt ist. Karl-Heinz, das bringt viel, wenn du jeden Tag hier wischst. Das Ding immer noch kaputt ist, dann wischst du weiter. Ganz einfach. Deswegen ist die nette Frau hier. Das ist übrigens Frau Zockt. Die ist hier am Reparieren. Wie lange geht das denn noch? Also eine Fähigkeit haben wir wieder bekommen. Okay. Ach, während die repariert, machen wir hier mal fleißig arbeiten, dass wir vorwärts kommen im Job. Machen wir ein bisschen schneller. So, das muss doch da irgendwann mal heile sein, das Ding. Die Geräusche. Ist ganz? Okay, jetzt einmal verwenden. Er ist gegangen. Geht er gleich ganz? Der ist auch irgendwie völlig niedergeschlagen. Hier liegt noch Sauerei. Bin ich irgendwie im Pausenmodus? Oder sieht aus, als wäre alles fertig? Hallo, und das hier? Nun geht doch. Jetzt geht sie. Okay. Sie setzt sich. Dann würde ich sagen... Ach so, das ist der Überrest der Dusche, den sie repariert hat. Genau, da kann man ja die Teile plündern. Dann plündern wir. Genau, spülen und plündern. Hände waschen. Ah, okay. Blase Spaß. Ja, sie wird keinen Spaß haben hier beim Plündern. Macht ihr denn Geigespielen Spaß? Üben? Ich glaube, das macht ihr eben auch noch. Aha, guck mal, da ist... Ja, jetzt sehen wir, was hier Spaß macht. Naja, mach mal. Wobei, eigentlich wäre Geige üben wichtiger. Halt, jetzt bin ich bei Heisi. Nee, Heisi soll nicht Geige üben. Ach so, deswegen hat sie die Teile nicht geplündert. Okay, alles klar, das können wir wegmachen. Ich müsste schon jeweils gucken, dass wir die richtige Person sind. Also, Teile plündern. Computer weg, genau. Dann hier Geige üben, bis du arbeiten gehen musst. Und zwar ist das in 2 Stunden. Blödsinn, in 10 nach 1. Wann musst du? Um 5, in 4 Stunden. So, findest du was? Ja, neuer Haufen, wegwerfen. Oh, nee, Blödsinn. Das kann die Putze machen. Dafür haben wir die. Und jetzt geht's wieder los. Wiegwack, wiegwack. Nein. Man rette uns. Es ist ja ein sehr liebenswerter Mensch, aber nein. Was nicht geht, geht nicht. Okay, wir verlassen das Zimmer. Wir verlassen das Zimmer unter Protest. Aber sie muss üben. Sie muss im Job weiterkommen. Braucht sie sonst was? Nein, dann können wir hier mal Gas geben. Jetzt müssen wir auch keine Geige mehr kaufen. Jetzt haben wir eine. Das heißt, wir können jetzt mal hier mit Sparen anfangen. Und der Heisi, wenn er nach Hause kommt, malt hier was. Das gibt auch wieder Geld. Dann hoffe ich doch tatsächlich, dass wir dann relativ zügig hier mal irgendwas im Außenbereich machen können. Das ist schon tragisch. Kein Pool, nix. Da müssen wir schon gucken. Oh, Levelaufstieg. Okay, 3 brauchen wir, 2 haben wir. Die heißt immer noch... Caliente, die heißt eigentlich Zockt. Kann man die nicht umbenennen? Müsste man mal machen. Wobei, die darf auch Caliente heißen. So, das Interessante ist, in dem Tempo klingt es fast besser wie im normalen.
Kommt Heisi? Nö, der hat noch ein Momentchen. So, jetzt müsste er wieder da sein. Nee, denkst du? Ach nee, der arbeitet. Ach, der arbeitet bis 7. Irgendwann weiß ich es auswendig. Und meistens ist dann. Programmieren müsste mal noch, genau. Bis 7. Und meistens ist, sobald man es dann auswendig weiß, angespannt. Ändern sich die Jobbedingungen wieder. Der ist immer noch nicht da. Müsste. Oh, falsch. Moment. Müsste sie nicht. Da kommt ein Anruf. Ja, kommt zu spät zur Arbeit. Dann hör doch auf, Geige zu spielen, dass er das nicht selber merkt. So, jetzt geht's. Wusch. Macht sich kurz hübsch. Fehlt bei der Arbeit. Um 17 Uhr. Jetzt haben wir schon 18 Uhr. Na, jetzt aber Dali Dali. Gute Frau. Ich mach mal schnell. So, da ist er, der Heisi. Weißt du was? Genau. Hä? Geh mal hier hin. Was? Nein, nicht. Was macht er denn? Wo bist du? Hier. Du. Sie sollen. Ja, ich muss hier anklicken. Ja, nee, Blödsinn. Ich muss Heisi anklicken. Jetzt den PC, so irgendwann lernen ist. Programmieren üben. Warum kann er das denn nicht? Zu angespannt. Okay, dann machen wir ein Spiel. Elisa Punk. Das ist doch unsere alte Liebe, die verheiratet war. Nee, die können wir jetzt nicht brauchen. Jetzt nicht. Er ist zu angespannt. Er soll spielen, dann geht es ihm wieder besser. Hat er irgendwie Hunger oder sonst irgendein Problem? Er hat keinen Spaß. Okay, das haben wir gesehen. Jetzt geht der Spaß rauf. Mal gucken, wann er nicht mehr angespannt ist. Dann kann er Programmieren üben. Das dauert ja Ewigkeiten. Heiliges bisschen. Braucht einen Tag frei. Aha, ein freier Tag könnte die richtige Antwort auf den steigenden Stress bei der Arbeit sein. Okay, wie macht man das? Braucht Vergnügen. Würde wirklich gerne etwas Lustiges tun. Macht er doch. Bereitet ihm Spaß. Was bereitet ihm denn mehr Spaß? Das ist dann die Frage. Und wie kriegen wir den Tag frei, indem wir einfach nicht gehen? Kriegen wir dann nicht Ärger mit dem Chef? Muss man das nicht mitteilen, wenn man Urlaub will? Das ist ein bisschen merkwürdig. So, werd fröhlich, sonst lasse ich dich Geige spielen. Level 4 der Videospieldingens erreicht. Er ist immer noch angespannt. Jetzt hat er aber auch ein bisschen Hunger. Muss der Spaß im grünen Bereich sein? Wir gucken mal. Halt nochmal. Programmieren, jetzt geht's. Gut. Forever weg. Programmieren üben. Okay. Was war das andere? Plugin programmieren. Ja, erst muss er es üben, ich glaube. Bevor wir hier irgendwas hacken oder programmieren. Okay, dann kommen wir hier weiter im Job. Irgendwas hat er jetzt gerade gehabt. Mit irgendjemandem ist er besser befreundet. Ich glaube, der ist wieder irgendwie am Chatten statt. Ja, E-Mail schreiben. Ist das Programmieren üben? Na, wir hoffen es mal. Ich hoffe es mal für ihn. Ja, den lassen wir noch ein bisschen üben. Aha, Levelaufstieg. Okay, das müsste uns ja dann eben im Job helfen. Wir gucken mal bei ihr. Verbessert die Charisma-Fähigkeit. Verringert die Arbeitsleistung. Ne, früher nach Haus wollen wir nicht. Erfüllt Spaß, bietet die Möglichkeit, die Stimmung glücklich zu halten. Wir machen mal fleißig. Wir wollen eben halt zu Geld kommen. Das ist doch, das muss doch, ich weiß gar nicht, was ein Pool kostet. Das müsste man halt auch mal noch gucken. Ja, wisst ihr was, das machen wir in der nächsten Folge. Er ist immer noch angespannt. Guck mal, der arme Kerl. Der hat keinen Pool, deswegen ist er so angespannt. Hier hinten ist noch ein Angespannter, der läuft rum wie der letzte Mensch. Ja, es ist ein Elend hier. Naja gut, wir gucken in der nächsten Folge. Wir müssen mal rausfinden, wie man die Wände neu streicht. Das ist auch ein Elend hier mit diesen Wänden. Und ja, wir wollen halt einen Pool. Definitiv. Also Heisi, mach vorwärts und gute Katrina, mach auch vorwärts. Gut, liebe Leute, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.